Geld noch Sklaven? Wie sollten diese faulen Magiere sonst entziehen? Der goldene Guar schläft ruhig in der Nacht. Gib das weiter. Thank you.
Sera, einen Augenblick bitte. Zucht? Dorvos hat es geschafft, ein... Hey.
Was für ein Glück, ihr seid... Zucht versuche die aus dem Ruder. Was für ein Glück, ihr seid eine Kriegerin, ja? Natürlich seid ihr das. Ich brauche eure Hilfe, Sera. Es steht nicht alles zum Besten in Martus Ach. Zucht versuche die aus dem Ruder laufen. Unser Hauptzüchter namens Drovos Nelwein hat eine neue Unterart der Quama erschaffen. Sie hat sich als sehr aggressiv erwiesen und ist nicht einmal ansatzweise zu kontrollieren. Als ich zur Vorsicht riet, hätte Drovos mich beinahe umgebracht. Er nannte mich eine geistig völlig verwachsene Memme. Drovos hat es geschafft, ein Königinnen-Ei zu erschaffen. Wenn etwas aus diesem Ei schlüpft, werden unsere einheimischen Quama ausgelöscht. Er ist verrückt geworden, Sera. Und ganz Wardenfell wird vielleicht den Preis dafür zahlen müssen. Ich muss dieses Ei zerstören, alle Kammerskrips ausmerzen und mich um Drovos kümmern. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist, aber Drovos hat mich dazu gezwungen. Die Quama-Zucht ist eine heikle Sache. So eine angriffslustige, auf Ausbreitung bedachte Sorte hier einzuführen? Das ist schlicht und ergreifend Wahnsinn. Wir können so ein Risiko nicht eingehen. Sie sind einzigartig. Ausgewählte Züchtungen sind im Eiergeschäft nichts Neues. Manche Züchter legen den Schwerpunkt auf gesteigerte Erträge, andere auf Stärke und Langlebigkeit. Drovos wollte in allem das Beste. Eine Kombination aus herkömmlicher Zucht und Alchemie. Verrückte Wissenschaft, wenn man so will. Niemand zweifelt an Drovos Genie, aber seine Methoden sind abscheulich. Es erfordert jahrelange Arbeit, bei einer Spezies bestimmte Eigenschaften zum Vorschein zu bringen. Generationen. Doch Drovos ist das zu langsam. Wieder die Natur? Durch und durch. Die Natur könnte solche Quama nicht hervorbringen. Nicht ohne groben Eingriff. Ich kann das gar nicht genug betonen. Wenn sich diese Sorte über Martus Akin hinaus ausbreitet, steht uns eine Gefährdung der gesamten Umwelt bevor. Also sputet euch bitte. Drovos besitzt einen scharfen Verstand, aber keinerlei Hemmungen. Da steckt zu viel Telvanni in ihm, vermute ich. Er hat keine Verbündeten und keine offiziellen Verbindungen. Er kennt nur seine Arbeit. In Wahrheit ist das nicht sein erster Fehltritt. Er war schon mehrfach nur einen Federstrich vom Tod entfernt. Sie wissen nicht, was er getan hat. Und wir haben nicht die Zeit, es ihnen zu erzählen. Die neue Königin könnte jeden Augenblick schlüpfen. Drovos hat auch eine Söldnerkompanie zu seinem Schutz angeheuert. Kleingeistige Grobiane, die sich die Grollgarde nennen. Sie sind die Schläger, die mich verscheucht haben.
Wirklich? Ich dachte schon, ihr wärt gefressen worden. Ist es vollbracht? Tja, das war schon eine hässliche Angelegenheit, was? Ein talentierter...
Rosi! Wo bist du? Komm zurück, Rosi! Rosi! Oh, ihr da! Habt ihr hier irgendwo mein Netz? Ich weiß, dass das seltsam ist, aber meine Rosi unterscheidet sich vom Rest ihrer Art. Ihr müsstet nur einen einzigen Blick auf ihr süßes Gesicht werfen und... Da bist du ja, Rosi. Oh, ich bin so erleichtert. Flieg nie wieder so einfach davon. Wie ist ein guter Mensch?
Kommt er ihm was?
Fangen wir an, ja? Das ist es. Ich habe geschafft, was keinem sonst gelang. Ich brauche mehr Macht. Mehr Macht! Weiter so. Wir sind auf der richtigen Spur. Das hier ändert alles. Wir haben es geschafft. Ich spüre die Verbindung. Was wir erfahren werden wird... Nein, unmöglich. Lauft, lauft sofort! Ihr da, Hilfe! Vernichtet diese Daedra, bevor es zu spät ist! Tötet sie weiter! Die destabilisierte daedrische Essenz wird den Energiefluss umkehren!
gleich. Thank you.
Kreatur hat den Riss verändert! Jemand muss den Riss stören! Und wenn es mich das Leben kostet! Ja, genau so! Weiter so! Ihr müsst den Vorgang neu beginnen! Schnell! Ja, genau so! Ihr müsst den Vorgang... Ja, genau so! Weiter so! Nur dank eurer Taten noch am Leben. Danke, dass ihr meinem Fehler Einhalt botet. Lasst mich allein. Ich muss wieder zu Kräften kommen. Wo steckte der Fehler? Vielleicht prüfe ich noch einmal alle Berechnungen. Ist da jemand?
nur noch einen Tag. Mehr will ich gar nicht. Ihr wollt etwas Zeit in Voss verbringen? Ich würde hier nicht lange bleiben, wenn ich an eurer Stelle wäre. Ihr habt weder Fell noch Schuppen, also solltet ihr eine Weile sicher sein. Aber falls Savarak und seine Schergen bei euch auch nur einen Hauch von Gefahr wittern, habt ihr bis zum Abendessen ein Messer im Rücken. Der neue Zaubermeistermagistrat. Als Herrin Drata krank wurde, übertrug das Haus Telvanni Savarak die Verantwortung für Voss. Anfangs war noch alles süß wie Honig und Orchideen, aber das war einmal. Die Leute warten verzweifelt auf Dratas Rückkehr. Langsam schwindet auch meine Hoffnung. Offen? Nein. Manche arbeiten im Geheimen gegen ihn. Aber er hetzt jedem die Schwarzschneckensöldner auf den Hals, der sich öffentlich gegen ihn ausspricht. Ihr glaubt mir nicht? Fragt ihn selbst. Es gelüstet ihn nach dem Turm von Telmora, aber bis Dratas stirbt, hält er Hof im Versammlungshaus. Verliert im Umgang mit Savarak nicht den Kopf. Er ist so schlüpfrig wie ein Schlachterfisch und doppelt so tödlich. Er ist ein Angehöriger des Hauses Telvanni, wie Herrin Drata. Herrin Drata ist mächtig, lebt aber zurückgezogen. Savarak ist ein bisschen ehrgeiziger. Auf dem Papier schon. Zum Glück arbeitet Herrin Dratas Mund Leine Sadri insgeheim gegen ihn. Wir können froh sein, sie zu haben. Savarak riecht Verschwörungen wie ein Nix-Ochse-Trüffel. Ohne Leine wären wir wahrscheinlich schon tot. Sie ist eines der ältesten und mächtigsten Ratsmitglieder der Telvanni und die Herrscherin des nahegelegenen Telmora, des großen Pilzturms drüben am anderen Ufer. Sie herrschte über Voss und die umliegenden Lande, bis sie krank wurde. Manche Leute meinen, es wäre nur das Alter. Ich bin mir da nicht so sicher. Tausendmal ja. Unsere Herrin steht in einem zwiespältigen Ruf. Außenseiter bezeichnen sie oft als kalt und berechnend. Das mag so sein, doch mich stört das nicht. Sie nimmt sich uns aus der Ferne an. Sie greift nur ein, wenn es nötig ist. Sie achtet unsere Freiheit. Wir beten jeden Tag für ihre Genesung. Wenn Drata stirbt, befürchte ich, dass Voss mit ihr stirbt. Ich wünschte, wir müssten Voss nicht verlassen, aber es ist hier nicht mehr sicher. Ich mag ein Dunkelelf sein, aber ich habe mich in eine Argonierin verliebt. Noch dazu in eine ehemalige Sklavin. Savarak ist mir nicht gerade gewogen. Er ist ein Angehöriger des Hauses Telvanni. Jung, aber ein fähiger Zaubermeister mit mächtigen Freunden. Er ist wohl der wahrscheinlichste Kandidat für die Übernahme von Telmora, sobald Herrin Drata das Zeitliche segnet. Niemand von uns möchte in einem Voss leben, über das Savarak herrscht. Wir werden verdrängt. Savarak gefällt die Idee nicht, dass sich eine Dunmer in einen Sklaven verliebt. Und schon gar nicht in einen Argonia. Unnatürlich nennt er das. Unschicklich und ruchlos. Das ist Unsinn. Aber es wurden schon Leute für weniger gehängt. Sollen er und diese Stadt doch ins Reich des Vergessens fahren. Nun? Ich hoffe, ihr verzeiht meine Offenheit, aber ich muss einfach fragen, was führt eine tollpatschige Fremdländerin in mein Versammlungshaus? Haltet ihr euch für eine Telvanni-Magierin? Nein, ich glaube nicht. Bitte geht, und zwar auf der Stelle. Ah,
Ich merke schon. Die Nevar ist gut informiert. Wenn ihr wisst, dass ich Sabarak bin, dann dürftet ihr auch wissen, dass ich Voss als Zaubermeistermagistrat regiere. Habt ihr mir eine Petition gebracht? Oder ist das nur ein Höflichkeitsbesuch? Achtet auf eure Worte, Fremdländerin. Es stimmt, dass manche der Bürger von Voss in dieser Übergangszeit Schwierigkeiten haben, doch das liegt wohl kaum an mir. Rathas Krankheit hat sie schwer getroffen. Das hat zu Faulheit und kruder Aufmüpfigkeit geführt. Irgendjemand muss es ja tun. Drathas Mundleine Satri weigert sich, mich zu unterstützen. Sie sitzt nur noch am Bett ihrer Herren in Tel Mora herum. Sie schmiedet Pläne und sorgt für Unruhe. In heiklen Momenten brauchen die Leute eine starke Hand. Falls das eure Empfindsamkeit verletzt, dann verzieht euch. Ich schaue morgen wieder nach ihr. Ruht euch fürs Erste aus, ja? Ihr seht schrecklich aus. Ja, vielen Dank, mein Wendel. Und lasst es mich bitte gleich wissen, wenn ihr Fortschritte beim Heilmittel macht. Natürlich. Und ich meine, was ich sagte. Schlaft, Leine. Ja, ja. Und wer kommt da? Es braucht schon einigen Mumm, um einen Telvanni-Turm ohne Einladung zu betreten. Beeindruckend. Ich bin Lane Sadri, Mund der ruhmreichen Herrin Drata. Was wollt ihr, Fremdländerin? Die Lage? Die Katastrophe ist wohl passender. Sabarak und seine Schwarzschneckensöldner ersticken diese Stadt langsam. Ich tue, was ich kann, aber Sabarak hat die Unterstützung des Rats. Mir sind die Hände gebunden. Ihr andererseits... Sabarak sicherte sich die Unterstützung des Rats schon kurz nach der Erkrankung meiner Herrin. Ich wusste schon immer, dass er schlau und einfallsreich ist. Doch all dieser Reichtum und diese ganzen Schläger, das ist neu. Despoten herrschen mit Münzen und Schwertern. Sabarak hat von beidem mehr als genug. Das weiß ich nicht. Doch ich glaube, dass wir in Sabaraks Herrenhaus ein paar Antworten finden können. Er hat das alte Berano-Haus in einen Palast verwandelt und in eine Festung. Wenn ihr dort einbrechen und Belege für seine Korruption finden könntet, kann ich den Rat vielleicht gegen ihn wenden. Das kann unmöglich das erste Mal sein, dass euch jemand dazu aufgefordert hat, im Herrenhaus eines Zaubermeisters herumzuschnüffeln. Sucht nach etwas, was fehl am Platz wirkt. Offizielle Dokumente bieten oft Hinweise auf derlei Dinge, Briefe ebenfalls. Ihr werdet es schon merken, wenn ihr es seht. Ich wünschte, ich wüsste es. Menwendel, unsere Kräuterkundlerin vor Ort, hat schon eine Reihe von Heilmitteln entwickelt. Sie ist durchaus kompetent, sogar brillant. Aber langsam schwindet meine Zuversicht. Wir wissen, dass die Krankheit den Geist taub und die Glieder steif werden lässt.
Doch davon abgesehen sind wir ratlos. Der Schamhat lauert, wartet, Flüche untert im Berg. Hört mich an, Fleischgewordener. Hört mich an. Savaraks Schwarz.